Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, die Tags reißen nicht ab. Ich bin getaggt worden zum Herbst-Tag von der lieben Sarah von The Sarah Story. Bücher für gemütliche Stunden. Frage Nummer 1. Im Herbst ist die Luft frisch und klar. Zeige ein Buch mit einem lebendigen Setting. Ich habe die Bücher nicht mehr hier, weil ich mir die ausgeliehen habe in der Bücherei. Aber ich würde gerne die Reihe von Ethan Cross nennen, mit dem ersten Teil Ich bin die Nacht. Ja, lebendigere Bücher habe ich bis jetzt noch nie gelesen. Actionreichere Bücher kenne ich bis zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Und ich finde, ja, diese Bücher passen auf diese Frage wie die Faust aufs Auge. Die zweite Frage. Die Natur ist schön, aber vorübergehend, sterbend. Zeige ein Buch, welches wunderschön geschrieben ist, aber eine schwere Thematik beinhaltet. Zu dem Thema fällt mir wieder, fällt mir schon wieder die letzten Tage der Rabbit Hayes ein, weil ich finde, dass das Buch so schön geschrieben ist, mit den Rückblicken, die wir haben, mit den Rückblicken von Rabbit in ihre Vergangenheit, wie wir da so allem so ein bisschen auf die Spur und auf die Schliche kommen, auf ihrem Sterbebett. Und es ist so eine wunderschöne Geschichte, die aber so schrecklich ist. Mit dieser Thematik, mit diesem Ende, fürchterlich. Aber ja, trotzdem habe ich es gerne gelesen und war gern mit Rabbit zusammen. Genau. Frage Nummer 3. Im Herbst fängt die Schule wieder an. Zeige ein Sachbuch, das dir etwas Neues beigebracht hat. Puh, das finde ich sehr schwer. Ich habe sehr wenig Sachbücher. Mir fällt gerade, ich weiß, ich bekomme aber nicht mehr den, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und zwar ist das ein Buch, da sind Kinderkrankheiten aufgezählt und da ist dann nicht nur die Krankheit drin, sondern es wird auch gesagt, wo, wo pflanzliche Medizin noch helfen kann und wo man doch lieber zum Arzt gehen sollte. Aber ich muss das ja eh schneiden, es ist ja eh ein Tag. Dann blende ich euch das einfach entweder ein oder ich blende euch den Titel ein. Weil das ist für euch Mamis da draußen ein ganz, ganz wertvolles Buch bis jetzt für mich gewesen. Und ich denke auch noch weiterhin. Wer weiß, was da noch alles kommt. Genau. Um sich warm zu halten, verbringt man am besten Zeit mit seinen Liebsten. Nenne eine fiktive Familie oder Freundesgruppe, in der du dich momentan am wohlsten fühlen würdest. Okay. Eine Freundesgruppe, in der ich mich am. Ich muss mal gerade überlegen, was lese ich denn gerade? Möchte ich denn in ein aktuelles Buch? Ich lese gerade aktuell einen Teil von Doors von Markus Heitz. Da bin ich mit diesem Forscherteam unterwegs. Da möchte ich nicht so gerne im Moment sein. Das ist mir sehr gruselig und die Leute sind mir etwas suspekt und kurios und bei denen würde ich mich, glaube ich, nicht so wohl fühlen. Nö, ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich mich denn gerne aufhalten würde. Nee, ich bin im Moment sehr gerne bei meiner Familie hier zu Hause. Zählt das auch, auch wenn es noch kein Buch über uns gibt? Fünfte Frage. Bunte Blätter bedecken den Boden. Zeige uns einen Haufen Bücher in herbstfarbenen Covern. Na klasse, da habe ich mich ja jetzt super vorbereitet. Ich gehe mal eben auf Herbstbücherjagd. Einen Moment bitte. So, fangen wir mit dem herbstigsten Cover an, was ich gefunden habe. Das ist von Ellen Marie Wiseman, Die dunklen Mauern von Willard State. Das steht schon Ewigkeiten auf meinem Sub. Das hat mir meine Arbeitskollegin damals mal empfohlen. Und das ist ja wohl sowas von herbstlich. Herbstlicher geht's ja bald gar nicht. Genau. Ich lese mal eben vor.
10 Jahre ist es her, dass eine schicksalhafte Nacht für Izzy Stone alles veränderte. Ihre Mutter erschoss ihren Vater, während er schlief. Seitdem lebt die nun 17-Jährige bei Pflegefamilien. Als sie für ein Museum Gegenstände ehemaliger Insassen der alten und berüchtigten psychiatrischen Anstalt Willard State Asylum katalogisiert, stößt sie auf einen Stapel ungeöffneter Briefe und das alte Tagebuch einer gewissen Clara Cartwright. Je mehr sie über Claras Leben in Erfahrung bringt, desto mehr klären sich auch die Rätsel ihres eigenen Lebens. Ja, klingt sehr, sehr spannend und ich weiß noch gar nicht, warum es eigentlich noch hier liegt und nicht gelesen wurde. Genau. Dann habe ich in der Bücherei letztens mitgenommen von Jason Siegel und Kirsten Miller, Nightmares. Das ist ein Kinderbuch, ein erster Teil, Die Schrecken der Nacht. Kalter Kaffee, Unmengen Wasser, Klebeband zum Augenaufhalten. Der 12-jährige Charlie versucht alles, um bloß nicht einzuschlafen. Seit er in der Villa seiner neuen Stiefmutter lebt, wird er Nacht für Nacht von absolut gruseligen Albträumen heimgesucht. Aber warum wirken die Monster und Ungeheuer so viel echter als in anderen Träumen? Und was passiert, wenn die Albträume tatsächlich zum Leben erwachen? Charlie muss sich etwas einfallen lassen, wenn er jemals wieder ruhig schlafen will. Da gibt es auch schon einen zweiten und einen dritten Band zu. Eigentlich wollte ich den jetzt zu Halloween lesen, aber jetzt waren wir ja quasi an Halloween an der Ostsee. Deswegen hat das nichts gegeben. Mal sehen, wann ich dazu greifen werde. Dann habe ich hier, das war ein Mängelexemplar, genau. Das Grab im Moor von Belinda Bauer und das sieht ganz nebelig aus. Das finde ich passt auch sehr schön in den Herbst. Der Junge wollte die Wahrheit herausfinden. Der Killer wollte spielen. Tag für Tag gräbt der 12-jährige Stephen Lamb in Exmoor nach der Leiche von Billy, seinem Onkel, den er nie kennenlernte. Fast 20 Jahre ist es her, seit dieser verschwand und vermutlich dem Serienkiller Arnold Avery zum Opfer fiel. Doch Stephens Großmutter wartet noch immer auf die Rückkehr ihres einzigen Sohnes. Um die Vergangenheit endlich abzuschließen, nimmt Stephen schließlich Kontakt zu Avery im Gefängnis auf und bittet ihm um Hinweise auf Billys Grab. Der Junge ahnt nicht, auf welch tödliches Spiel er sich damit einlässt. Und das dann in dieser Kulisse. Sehr gruselig. Dann waren das jetzt ja alles so eher spannende Bücher. Jetzt war ich noch in meiner Liebesabteilung da hinten und habe mir von Jojo Moyes ein Bild von dir rausgesucht. Ich weiß gar nicht, wieso mir das so herbstlich erscheint, aber irgendwie mit den Farben und mit den Vögeln, irgendwie ist mir das sehr herbstlich. Hier geht es um zwei Paare, gebunden durch ein Jahrhundert, verbunden durch ein Gemälde. Während um sie herum der Erste Weltkrieg tobt, versucht Sophie stark zu sein für ihre Familie, für ihren Mann Eduard, der auf Seiten Frankreichs kämpft. Nur ein Gemälde ist ihr geblieben, das sie an ihr gemeinsames Glück erinnert. Ein Porträt, das Eduard von ihr malte und das ihn jetzt retten soll. 100 Jahre später, Liv trauert um ihren Mann David, der vor 4 Jahren gestorben ist. Viel zu früh. Livs kostbarster Besitz, ein Gemälde, das er ihr einst schenkte. Der Maler Eduard, das Modell Sophie. Als ihr dieses Gemälde genommen werden soll, ist sie bereit, alles zu opfern, auch das eigene Glück. Genau. Ein Liebesroman. Dann habe ich noch, weil Apfelernte ist ja auch jetzt und es ist Herbst und deswegen war mir das jetzt gerade auch noch schön, von Gabriela Engelmann, Apfelblütenzauber. Sonnige Unterhaltung, die Herz und Seele wärmt. Ein Meer von rosa-weißen Blüten, malerische Fachwerkhäuser und romantische Flusslandschaften. Nach 6 Jahren in Hamburg hat Leonie fast vergessen, wie schön das alte Land ist. Da ihre Mitbewohnerin eigene Wege gehen und sie ihren Job verloren hat, muss sie sich neu orientieren und hofft, in der alten Heimat zur Ruhe zu kommen. Doch das klappt einfach nicht, da ihre Eltern Hilfe brauchen und ganz unerwartet ein Mann ihr Herz höher schlagen lässt. Ein Glück, dass sie sich auf ihre beiden Freundinnen Nina und Stella verlassen kann.
Genau. Das wären meine herbstlichen Cover. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit. Und ich habe euch jetzt die Klappentexte vorgelesen, weil nur die Cover finde ich irgendwie doof. Dann habt ihr jetzt vielleicht auch noch ein paar Buchideen abgestaubt. Sechste Frage. Herbst ist die perfekte Zeit, um Geschichten am Kamin vorzulesen. Zeige ein Buch, das eine Geschichte erzählt. Ich finde, jedes Buch erzählt eine Geschichte, oder? Ich verstehe die Frage nicht richtig, aber weil es hier um Vorlesen und Kamin geht, würde ich gerne die Ottfried Preußler Bücher nochmal ins Feld führen. Meine kleine Tochter liebt ja den Räuber Hotzenplotz. Dank Chrissy bin ich darauf aufmerksam geworden. Den ersten Teil haben wir durch, den zweiten haben wir jetzt fast durch und der dritte steht schon hier. Also ich denke, bei uns am Kamin wird diesen Winter der Räuber Hotzenplotz vorgelesen und der erzählt ja seine Geschichte mit Wachtmeister Dimpelmoser, dem Kasperle und dem Seppel und der Großmutter. Genau. Und es geht noch um musikmachende Kaffeemühlen, um den Zauberer Petrosilius Zwackelmann, um eine Verfolgungsjagd, um eine Geißelung im Spritzenhaus, wo ich erstmal checken musste, dass damit das Feuerwehrhaus gemeint ist. Ja, genau. So viel zum Räuberhotzenplotz. Die siebte Frage. Die Nächte werden dunkler, zeige eine dunkle und gruselige Geschichte. Die gruseligste Geschichte, die ich bis jetzt gelesen habe, ist von Matthew Delaney Damon. Das war ein Buch, da habe ich mich so nachgegruselt, dass ich nicht mehr allein zur Toilette gehen konnte. Ja, wer sich gruseln möchte, auf jeden Fall mal anschauen. Frage Nummer 8. Die Tage werden kälter. Zeige ein kurzes, herzerwärmendes Buch, das einen an kalten, nassen Tagen das Herz erwärmen kann. Das Buch habe ich gerade nicht hier, das habe ich verliehen, weil es einfach so schön ist. Schaut mal rein in meine Rezension zu Christina Valentin, Ein Sommer und ein ganzes Leben. Es ist so ein kurzes, wie steht hier, ein kurzes, herzerwärmendes Buch, dass es genau auf diese Frage passt. Und ja, ich fand diese Geschichte einfach zauberhaft schön. Nicht zu kitschig, sehr real, sehr witzig, mit sehr viel Humor geschrieben, aber für mich, ja, sehr herzerwärmend, genau. Frage Nummer 9. Der Herbst kehrt jedes Jahr zurück. Zeige ein Buch, welches du ein weiteres Mal lesen möchtest. Ja, wie ihr wisst, lese ich keine Bücher zweimal, außer Der Herr der Ringe. Und dieses Buch, müsste ich mich entscheiden und auf eine einsame Insel nur ein Buch mitnehmen, dann würde ich die Gesamtausgabe von Der Herr der Ringe mitnehmen, weil man dieses Buch, glaube ich, 20 Mal lesen kann und man findet immer noch einen neuen Strang, den man verfolgen kann und der die Fantasie anregen kann. Ja. Deswegen würde ich das gerne nennen. Aber ansonsten lese ich immer lieber gerne neue Bücher und nicht ein Buch zweimal. Genau. Frage Nummer 10. Der Herbst ist perfekt für gemütliche Leseabenden. Zeige dein liebstes Leseaccessoire. Mein liebstes Leseaccessoire. Also ganz ehrlich, ich habe gar keine richtigen Leseaccessoires. Ich habe ich habe keine Leselotte, ich habe kein Lesekissen, ich habe manchmal Lesezeichen, manchmal nicht. Ich glaube, ich habe kein wirkliches Leseaccessoire. Ich muss nochmal gerade überlegen, was ich sonst nennen könnte. Ich habe meistens was zu trinken und habe ein gemütliches Kissen in meinem Rücken und das war's. Ja. Nee. Mir fällt mir leider nichts ein, muss ich passen. Genau, das war der Herbst-Tag. Vielen, vielen Dank, Sarah, fürs Taggen. Ich habe aber mittlerweile gesehen, dass den schon so viele gemacht haben. Deswegen möchte ich hier jetzt auch niemanden speziell taggen, sondern ich sage einfach, macht doch mit, wer Lust hat. Und wenn ihr Lust habt, beantwortet mir gern die ein oder andere Frage in den Kommentaren. Das freut mich immer riesig. Der liebe Dirk macht das immer und das finde ich immer cool, zu lesen, wie er immer so antworten würde.
Also, wenn ihr dazu Lust und Zeit habt, macht das sehr gerne. Das lese ich mir alles durch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.